Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Yes! Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe auch noch einen Reaction-Kanal, der heißt Daily D. Auf dem mache ich Ende des Monats. Ich weiß gar nicht, wie viel ist heute eigentlich? Heute ist Montag, der irgendwas. Also in, ich glaube, 2 Wochen gibt es jeden Tag eine Folge da drauf auf dem Kanal. Ehrenmann! Ja, wir ziehen uns hier vernünftig eure Videos rein. Wir sind jetzt hier bei Teil 6, glaube ich. Ich bin gespannt. Intro und dann geht's los. Eure Videos, Teil 6. So. Ah! Eure Videos. Ich hab noch nicht mal groß gemacht, das Bild. So. Contenance, es geht in Ruhe los. So. Hier. Los geht's. Das ist so krass, schon direkt am Anfang. Die brauchen nur die Bremse so tipp, dann und keiner weiß warum. Wisst ihr eigentlich 2 Sekunden Abstand? Könnt ihr so, ne? Das, ich mache das am liebsten, weil normalerweise sagt man halber Tacho, aber bei 168 habe ich keine Lust auszurechnen, was der halbe Tacho ist und das dann noch abzugleichen mit den Leitpfosten und so weiter. Deswegen mache ich das immer mit einem 2 Sekunden Abstand. Das ist ganz geil, weil wenn vor dir ein Auto fährt, und das fährt an irgendeinem Punkt vorbei, auf der Straße, an der Brücke, an einem Pfosten, an irgendwas. Zählst du einfach 21, 22. Und wenn du dann diesen Punkt erreicht hast, dann ist der Abstand cool. Aber das hier ist ein... kein Abstand. Aber auch, ich frage mich auch, warum der Fahrer selber nicht kurz rechts rüber fährt, wenn er merkt, dass er so jemanden hinter sich hat. Also, es ist ja auch schon provozierend, die ganze Zeit dann links zu bleiben, ne? Keine Ahnung. Üble Aktion. Krass, ey. CLS, Baby. Formel 1, oder was? Wow! Wow! Kurven schneiden ist okay. Moped fahren, oh, immer die gleiche Geschichte, ey. Schön. Ja. Ruhe halt nicht, du Spast. Los. Das ist ganz geil, das hat Jauma. Da kannst du übrigens nicht machen, das nennt man laut Paragraph 1 eine unvermeidbare Behinderung. Wieder was gelernt. Ja, das kann sich jetzt nur noch Minuten anwenden. Mann, ey. Kundendienst. Oh, ich will ja auch, dass die DHL-Pakete rechtzeitig kommen, aber so nicht, Freunde. Was für ein Arschloch!
Kampflinie. Manche Menschen wollen nicht überholt werden, versteht ihr? Die wollen das nicht. Was soll ich mit noch nicht? Was macht ihr denn? Schön knapp. Der Leon hier, der wollte auch mal so ein bisschen um die Kurve driften und hat das ESB ausgemacht zum Testen mal. Naja, vielleicht probiert man sowas woanders aus, ne? Wo ist der Vito, wenn man ihn braucht, hä? Ja, abonniert meinen Kanal, zieht euch unsere Lasi-See-Videos rein. Habt ihr das überhaupt gesehen, dass wir jetzt auf der Lasi-See sind? Lasi-See, Mann, da kann man sowas üben. Das sieht doch jetzt schon scheiße aus. Wenn du das als Autofahrer merkst, obwohl du einen Mercedes-Stern hast, zieh nicht durch, Baby. Dieses Video wurde mir eigentlich wegen diesem Kamerawagen da geschickt, aber ich finde viel interessanter, dass die alle bei Rot noch drüber fahren, wa? Wow. Guck mal, da jetzt zum Beispiel defensiv fahren, nicht auf sein Recht bestehen, weil du siehst ja, der von vorne macht was falsch. Als Fahrschüler musst du jetzt so rechts rüber und dann chillen halt, ne? Schön. Einfach Kupplung ein bisschen schneller kommen lassen, ein bisschen mehr Gas und die Welt dreht sich weiter. Papa ist mein Held, weil er einfach alles kann. Vor allem in der Wohnung helfen, wenn es um handwerkliches Zeug geht. Ja. Glühbirne wechseln, was aufgehängt werden muss. Also wenn ich anrufe, dann kommt... Alter Arschloch, er ist aber was, oder? Das ist so ein Wichser. Was passiert? Was ist passiert? Ist der... Ich hab's nicht gesehen. Er ist Arschloch, er ist auch was, oder? Das ist so ein Wichser. Warum weiß ich nicht. Versteh ich. Sehen Sie sie nicht. Also, der hat doch einen Arsch offen. Auf der Autobahn ist Rückwärtsfahren tatsächlich verboten. Und Wenden auch, wer hätte das gedacht? Nicht rückwärts fahren. Also, echt. Ich habe schon gedacht, als er überholt hat, so sichert man das aber nicht. Andersrum wäre okay gewesen, aber was hat er denn gedacht? Und schön mit dem Moped, da kriegst du das Ding voll gegen Pfirsich, dann stehst du da, ey. Also stehst du nicht mehr da, aber...
Bundeswehr für Besucher daher gesperrt. Aus Sicherheitsgründen werde zudem bereits ab 12 Uhr eine Flugverbotszone um das Hambacher Schloss eingerichtet. Flugzeuge, Hubschrauber oder auch Drohnen dürfen dann nicht mehr darüber fliegen. Christoph Heck, SWR-Studio in Ludwigshafen. Idiot! Die Mainzer Staatsanwaltschaft Wilmer. Du was? Warum filmt man das? Vorausschauendes Fahren verhindert Stau und sorgt für flüssigen Verkehr. Ja. Guck mal, der LKW da, der kommt da, Platz lassen, dann kommt der auch da rein. Ja, wenn LKW sich bedanken, blinken die mal so rechts und links und so, ne? Oder ist hier mal... Der Picker ist ja. Respect to the man in the ice cream van. Manchmal wechseln die Farben auch nur im Kopf, wisst ihr? Das passiert manchen Menschen. Fährt einfach mal rot, juckt ihn nicht. Ein Bratan ist Maschine. Was ist das für eine selbstgemachte Regel? Wahrscheinlich hat er sich die Regel aus Amerika abgeguckt, denn in Amerika darfst du an einer roten Ampel rechts abbiegen, es sei denn, es ist ausdrücklich mit einem Schild verboten. Ach gut. Was ist da los? Eine Katze! Oh. Die hat keine Angst. Katzen sind eh so zen-mäßig, weißt du? Oder ist das ein Waschbär? Das ist eine Katze. Katze. Waschbär. Scheiße! Habt ihr meinen Fuß gesehen? Habt ihr gesehen, wie der gezuckt hat? So kann ich gar nicht. Dass ich reagiere erst und dann fange ich an zu denken. Das ist so ein Kader, das geht. Scheiße, ey. Entwicklung, die ja langfristig der Aktie eben abbildet, wurde schon ganz klar vorweggenommen. Und die Rendite von vielen Jahren wurde schon vorweggenommen in den Jahren davor. Und dann war es doch eigentlich nur logisch, dass es jetzt so ein Jahrzehnt gab, wo eben die Aktien mal ein bisschen seitwärts gelaufen sind. Mhm. Und hat aber nichts damit zu tun, eben, ja, ob die Aktien aktuell günstig oder teuer sind. Ja, das ist jetzt wenn wir irgendwo eine Gefahr gesehen haben. Ja, Schwertransporte, Freunde. Einmal rennt uns ein. Guck mal, ein Briefkasten. Hey. Long time ago. Idiot. Was will der da? Er will den Brief reinwerfen und ist sofort zum Aussteigen. Hätte ich einfach still bleiben sollen. Oh. Unterwegs. Erschreckt einen aber auch immer am Ende, ne? Jesus, ey. Gutes Video. Ja, danke, vernünftig. Gutes Video. Wie? Bist du abonniert? Ah, ich hab da jetzt einen neuen Kanal. Siehst du, hab ich mit dem neuen Kanal geguckt. Mann, erstmal abonnieren. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da reagiere ich wieder auf vernünftig. Oder irgend so ein Dashcam-Video oder sowas. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Tschüss.